Hallo an alle, ich bin's Rui Chenet. Wir machen uns auf den Weg zum heißesten Ort des Planeten. Die Wüste Lut ist wegen ihren unerträglichen Temperaturen und dem Mangel an Ressourcen wie Wasser für Menschen zum größten Teil unzugänglich. Das Medium Resolution Imaging Spectral Radiometer auf dem Aqua-Satelliten der NASA verzeichnete, dass die heißeste Landoberfläche der Welt in der Wüste Lut liegt, wo 2005 Temperaturen von 70,7 Grad Celsius erreicht wurden. Die riesige Salzwüste birgt viele geheimnisvolle Orte, wie Gandon, der heißeste Punkt des Planeten, an dem vom Weltraum aus 70,7 Grad Celsius gemessen wurden. Ein riesiges Plateau, das mit dunklem Vulkangestein bedeckt ist und angeblich kein Leben beherbergt. Schon seit mehreren Jahren misst die NASA dort die Oberflächentemperatur und hat wiederholt Rekordwerte festgestellt. In dieser Hölle, wo der Planet von der Sonne gebraten wird, werden wir Bilder machen, die wir so noch nie gesehen haben. Unser erster Halt ist Shardat, die letzte Stadt vor der Wüste, die in einer Oase im Westen liegt. Hier ist das Leben dank der Höhenlage normal. Die Lufttemperatur liegt hier bei 37 Grad Celsius. Wir haben einen langen Weg vor uns und das Wetter wird immer wärmer werden. Bevor wir die Wüste betreten, sehen wir die jahrhundertealte Karawanserei Shafi Abad, die heute eine Ruine ist. In desert while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air conditioner. Put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert if we get lost or if something happened to us. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. Die Wüste Lut gilt auch als eine der trockensten Regionen der Welt. In der Regel gibt es hier weniger als 30 mm Niederschlag pro Jahr und diese geringe Menge an Regenwasser fließt nur die umliegenden Berge hinunter und verdunstet schnell. Viele salzige Seen sind in der sengenden Hitze komplett ausgetrocknet. Leider finden auch vorbeifliegende Zugvögel keinen Schatten, der ihnen Schutz bietet. Und dann machen sie den großen Fehler und trinken das Wasser aus diesen salzigen Seen, womit sie leider mit ihrem Leben bezahlen. Das zeigt, dass die Natur kein Erbarmen hat. Ich weiß nicht, was für ein Vogel das ist. Es ist nicht mehr zu erkennen. Weiter geht's. Um in der Wüste voranzukommen, senken wir den Reifendruck der Autos, damit sie unter den unwegsamen Geländebedingungen nicht platzen. Wir stehen erst am Anfang des Weges. Lasst uns mal die Bodentemperatur messen. 63,7 Grad Celsius. Ich weiß nicht, was in ein paar hundert Kilometern passieren wird. Im Schatten sind es jetzt 45 Grad Celsius. Und es ist noch früh am Tag. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Nach einer beschwerlichen zweistündigen Fahrt ins Herz der Wüste erreichten wir schließlich den zentralen Punkt. Dieser Ort hat eine der niedrigsten Höhen und ist der zweitheißeste Ort der Wüste Lut. Wenn wir uns länger als 2 Minuten im Freien aufhalten, darf kein Körperteil offen liegen, auch nicht die Hände. Als wir gegen 12 Uhr aus dem Fahrzeug stiegen, wollten wir zuerst die Bodentemperatur messen. Unser Infrarotthermometer zeigte 66,9 Grad Celsius, 66,3 und 68,2 Grad Celsius an. Nach nur 2 Minuten Laserthermometermessung zeigt das Gerät aufgrund der hohen Temperatur einen Fehler an. Unser Eintauchthermometer hingegen zeigt 69,6 Grad Celsius an. Unser Führer befürchtete, dass wir im Sand stecken bleiben könnten und stieg schnell aus dem Fahrzeug aus. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Je weiter wir uns dem Zentrum der Wüste nähern, desto härter werden die Bedingungen. Hier draußen gibt es Kaluts, die wir noch nirgendwo gesehen haben. We need to be very careful near the sandstone, because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. Es ist schwer zu atmen. Es ist schwer zu schlucken, mein Mund ist trocken. Die rote Linie des Thermometers ist hängen geblieben. Sie bewegt sich nicht mehr. Wir können also nicht messen. Es zeigt über 50 Grad an. Das ist das Laserthermometer. Auch das funktioniert nicht mehr. Es hat öfters 69 Grad gemessen, aber jetzt gibt es nur noch eine Fehlermeldung. Das ist das Eintauchthermometer. Hier herrscht eine Temperatur von 52 Grad Celsius. Unser Führer sagt, dass wir noch weiterfahren werden, aber selbst in dieser Gegend fällt das Atmen schwer. Wenn wir das Fenster öffnen, fühlt sich die Luft in unserem Gesicht wie ein Föhn ab. Wir wollten nur eine kleine Abkühlung, aber so ist es nur noch schlimmer. Der Boden ist wie eine Pfanne auf einem Herd. Das Ambiente ist wie ein Ofen. Das muss der Punkt sein, an dem es wirklich erdrückend wird. Es ist, als würde die heiße Luft unsere Kehlen zusammendrücken. Luft
Luft- und Oberflächentemperatur sind zwei unterschiedliche Dinge. Während die Oberflächentemperatur die Werte für den Sand angibt, zeigt die Lufttemperatur die Werte in mindestens 1,5 Metern Höhe über dem Sand an. Normalerweise ist die Oberflächentemperatur höher als die Lufttemperatur. Halt die Weißer! Ja, okay, geht los. Because of this rock. So. Hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. Gerade ist der Schuh von unserem Freund geschmolzen. Seine Sohle ist verrutscht, der Boden hat etwa 70 Grad und wir sind noch nicht an der heißesten Stelle. Wenn wir nicht filmen, schützen wir unsere Kameras in den Kühltruhen, in denen wir auch unser Wasser lagern. Sonst schalten sie sich ständig aus. Auch unsere Handys werden hin und wieder unbrauchbar. My phone doesn't work. Obwohl ich meinen 2 Liter Wasserbeutel ständig auffülle und immer wieder Wasser trinke, kann ich meinen Durst nicht stillen. Es ist jetzt 14.15 Uhr. Wir gehen auf die endlose Wüste zu. Mal sehen, wie weit wir laufen können. Der nahe Westen der Wüste ist eine tiefliegende Region mit einer Höhe von bis zu 150 Metern und starkem Wind. Die Winderosion bilden Kalutstrukturen, die bis zu 150 Meter hoch sind und über viele Kilometer zu sehen sind. In der Region gibt es auch bis zu 75 Meter hohe Yardangs, parallele Bergrücken und andere geoklimatische Formationen. Obwohl der Wind hier sehr stark ist, ist der Sand fast kochend heiß. Es fällt mir sogar schwer aufzutreten. Die Hitze des Bodens verbrennt meine Füße. Obwohl ich eine dicke Sohle habe, kann ich die Hitze spüren. Temperaturmessungen werden in schattigen Bereichen von meteorologischen Stationen vorgenommen. Hier gibt es keine funktionierende Wetterstation. Darum machen wir das inoffiziell und erzeugen unseren eigenen Schatten. Im Schatten, in der Nähe von Kaluz, wo ein starker Wind weht, konnten wir nicht die 52 Grad sehen, die wir vor einer Stunde in der Sonne gesehen haben. Die Temperatur beträgt jetzt 47,3 Grad. Aber unschuldige Winde können sich im Tagesverlauf in Sandstürme verwandeln. Der Wind macht unsere Lippen rissig und verstärkt unseren Durst. Außerdem erschweren die vom Sand zurückgeworfenen Sonnenstrahlen die Sicht. Das ist noch schlimmer. Ich fühle mich, als ob ich blind wäre. Es gibt zu viel Licht. Eine Brille ist echt notwendig. Ohne sie wäre es unmöglich, etwas zu sehen. Sie schützt auch vor Sandstürmen von der Seite. Trotzdem haben wir den heißesten Punkt noch nicht erreicht. Ich schätze, die Temperaturen sind dort noch 5 bis 6 Grad höher. Ab 50 Grad wird es mit jedem Grad schwieriger, die Temperatur zu messen. Metallgegenstände sind zu heiß zum Halten und manche Gegenstände können sogar schmelzen. Ein Temperaturanstieg von 50 auf 51 Grad ist ganz anders als ein Anstieg von 30 auf 31 Grad. Sie bringt die Belastbarkeit an unsere Grenzen. Mit fortschreitender Stunde nimmt die Windstärke zu. Dies sind Anzeichen für einen nächtlichen Sandsturm. Nachdem sich die Landschaft unter den roten Wolken verdunkelt hat, hört man überall ein Geräusch wie tosendes Meer. In stundenlanger Sorge liegt man auf dem Boden, regungslos, verzweifelt. Das könnte ein Sandsturm sein. Endlich können wir in der Kühle des Schattens ein wenig durchatmen. Jetzt erhitzen wir Essen auf dem Sand. Die Bodentemperatur von 70 Grad bereitet unser Essen zu. Date, reduce the temperature of your body. Vielen Dank. Wir ruhen uns im Schatten aus. Es ist etwa 15.30 Uhr. Wir haben keine Energie mehr. Es ist, als würde uns die Sonne die Energie rauben. Wir essen ein lokales iranisches Gericht namens Hurma Sebzi. Ich betrete einen Boden, den die Menschheit vielleicht noch nie zuvor betreten hat. Das ist ein interessantes Gefühl. Diese Tiefen der Wüste werden nicht oft besucht. Vielleicht nur von ein paar Menschen. Wir sind neben einem Kalut und sehen uns die Wände an. Seht nur, wie sie geformt sind. Sie sind ein sehr hartes, riesiges Stück. Jetzt wollen wir zum Campingplatz zurück. Unser ganzes Wasser ist leer. Sieh mal, unsere Fußspuren sind schon fast verschwunden. Wir sind nun etwa 3 Stunden unterwegs. Jeder Ort sieht gleich aus und wir wissen nicht, wo wir schon vorbeigekommen sind. Die Sonne ist schon etwas untergegangen und die Temperatur sinkt langsam. Ich glaube, es sind jetzt etwa 45 Grad. Eine Wüste ist wie eine endlose Straße. Egal wo man hinschaut, überall sind tausende von Straßen mit Sand bedeckt. Wer hier die Richtung nicht kennt, ist verloren. Einige Zugvögel fliegen hierher und finden wegen der großen Hitze nicht mehr aus der Wüste heraus. Aber wenn sie vom Himmel fallen, tragen sie zum ökologischen Gleichgewicht bei, zu dem auch Grashüpfer und Wüstenfüchse gehören. Schließlich machen wir uns auf den Weg nach Norden, wo wir vom nächtlichen Sandsturm geschützt übernachten wollen.
Als es um 19.30 Uhr soweit abgekühlt ist, dass wir die Mützen abnehmen können, nimmt der Wind zu und wir hoffen, dass es nicht zu einem Sandsturm kommt. Zum Glück sind wir in dieser höheren Lage sicher. Wir genießen den Sonnenuntergang vor dem großen morgigen Tag. Ich habe eine Lichtfalle vorbereitet, um zu zeigen, dass es in der Wüste Lut durchaus Leben gibt. Mal sehen, welche Tiere kommen. Die Informationen über die Artenvielfalt in dieser Region sind begrenzt, aber neben der kargen Vegetation im Norden gibt es viele Arten zu sehen, darunter Wüstenfüchse, Schlangen, Eidechsen, Ellurilus-Spinnen, Motten und Wasseramseln. In vielen Quellen heißt es jedoch ausdrücklich, dass in Gandomberian, der heißesten Region, die wir morgen Mittag erreichen werden, kein Lebewesen lebt. Dieser Baum ist der Nebka-Baum. Wie ihr seht, befindet sich viel Sand darunter. Das liegt an den vielen Sandstürmen, die den Sand an der Wurzel ansammeln. Der Baum wächst quasi auf diesem Sand. Kleine Nebka-Bäume, eine der wenigen Pflanzen, die in dieser ungünstigen Lage der Wüste überleben, stehen überall. Die Hügel, auf denen sie stehen, werden mit ihnen wachsen. We're gonna go here, Volcanic Mountain, Volcanic Area, and here is Gandomberia. In dieser Region haben selbst Menschen, die jahrelang mit Kamelen umherzogen, kaum überlebt. Schriftlichen Legenden zufolge krochen nach einer wochenlangen Reise sogar die Kamele nur noch zitternd auf ihren Knien. Realistisch aussehende Fata Morganas waren für viele Abenteurer auch sehr verwirrend. Warst du schon mal im Sommer in Gandomberian? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot. And very hard. Gibt es jemanden, der im Juni hierher kommt? No, there is no people doing this. Es gibt Gerüchte von einer Karawanne, die ihre Ladung Weizen auf dem Boden zurücklassen musste. Als sie dann ein paar Tage später mit ausgeruhten Kamelen zurückkehrten, war ihr Weizen geröstet. Gandomberian bedeutet auf Persisch gerösteter Weizen. Die umliegenden Sanddünen und Berge halten die heiße Luft am Boden. Durch die geringe Höhe kann die Luft nur schwer aufsteigen und abkühlen. Die dunkle Farbe des vulkanischen Gesteins auf der Oberfläche saugt die Sonne fast auf. Auf unserem Weg nach Gandomberian finden wir zwei verlassene Motorräder. Wir haben keine Ahnung, was mit den Fahrern in dieser Hölle passiert ist, da die nächste Siedlung meilenweit entfernt ist. Touristen kommen in den kühlen Monaten wie Dezember, Januar und Februar hierher, aber im Juni, Juli und August ist ein Besuch von der iranischen Regierung regelrecht verboten. We cannot go any further. The stones are black and the temperature is so hot. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Arşebe Boysara. Ich brauche nur 2 Stunden, um hier zu filmen. Ich möchte die Steine untersuchen. Wie lange können wir hier noch stehen? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go, we go back there and we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here more. Gehst du jetzt zurück? Yeah, we go back. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very heat, and it may flat the tires or also the damage the engine. So we go back there, wait for you. Nur 200 Meter. Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot and so high, I'm trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meters to Gandomberian. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking. And this big hill is Gandomberian. You need to be careful. Take water with yourself and cover yourself completely. Because the weather is so dry, even if your skin will be burned and you will be heated and your body will be dehydrated and you will die, okay? Just be careful and take lots of water with yourself. Take one radio, just in emergency cases, we need to be with each other in touch. Be careful, your shoes should be tight and the heat maybe burn your shoes as well, okay? Just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back, okay? And always should be in touch with radio. Yeah, just sure. One group, yes? Take the radio with yourself and be careful, okay? Mm-hmm. Without any, I don't know if it is not reality. It is the reality. It is dangerous. The reality is dangerous. Go and go back soon. And the time is the maximum temperature. It's 12. Until when you go back. Eine Stunde später. So one is the hottest time. Dann vielleicht 2 Stunden später. Dankeschön. Bye bye.
Ab diesem Zeitpunkt sollte kein Teil meines Körpers mehr entblößt sein. Seit der ersten Analyse hat die NASA eine neue Satellitensoftware-Version veröffentlicht, was zu Spekulationen führt, dass die Oberflächentemperatur in der Wüste Lut jetzt noch höher sein könnte. In der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Bulletin of the American Meteorological Society wurde im Mai 2021 veröffentlicht, dass die Temperaturen in der Wüste Lut sogar bis zu 80,8 Grad Celsius erreichen können. Wir legten Fleisch auf das Armaturenbrett des Autos und gingen los. Unsere Zeit und unsere Ressourcen sind begrenzt, wir müssen also schnell und gut organisiert handeln. Leute, könnt ihr mich hören? Ja, yes, sir. Ich werde mich alle 10 Minuten melden. Every 10 minutes, okay. Nirgendwo gibt es Schatten. Alles ist mit Stein und Basaltfelsen bedeckt. Die Steine sind so heiß, dass man sie mit bloßer Hand nicht anfassen kann. Oh, dieser Ort ist so seltsam. Uns begrüßt eine riesige Fläche, die eher an den Mars erinnert. Wir haben das Gefühl, auf einem anderen Planeten gelandet zu sein. Hier kommen wir zum heißesten Ort auf unserem Planeten. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht, wie lange wir es hier aushalten können. Überall ist es sehr heiß. Ich kann die Hitze in meinen Füßen spüren. Der ganze Boden ist schwarz und brennt. Die Berge gehen sogar noch weiter. Der Ort dort drüben sieht so aus, als ob er in Flammen stehen würde. Ich weiß aber nicht, ob ihr die Hitze aufsteigen seht. Die Berge schließen die heiße Luft hier ein, sodass sie nicht entweichen kann. Deshalb ist es hier so heiß. Durch die dunklen Felsen und die Basaltstruktur werden die Sonnenstrahlen noch stärker absorbiert. Dieser Ort ist die Hölle. Jetzt machen wir einen Spaziergang und messen die Temperatur. Die hohe Temperatur der trockenen Oberfläche zerrt an der gesamten Ausdauer und Kraft eines Menschen. Selbst Pflanzen wie Kakteen wachsen hier gar nicht. In vielen Quellen heißt es, dass sie hier nichts überleben kann. Man schätzt, dass diese Basaltreste durch magmatische Aktivität vor etwa 2 Millionen Jahren entstanden sind. Durch die Freisetzung von Gas in der Lava bildeten sich Poren in den Steinen. Wir sind kurz davor, inoffiziell eine der höchsten Temperaturen zu messen, die jemals auf der Erde gemessen wurde. Wenn unsere Freunde gehen würden, hätten wir keine Möglichkeit, hier rauszukommen. Wir befinden uns an einem Ort, der völlig gegen die menschliche Natur ist. Viele Artikel besagen, dass es in Gandon-Berian kein Lebewesen gibt. Wir befinden uns gerade am heißesten Ort der Welt, in der heißesten Zeit der Saison und der heißesten Stunde des Tages. Ich muss mit meinem Wasser sehr vorsichtig umgehen. Jetzt werde ich die Temperatur in einer Höhe von 1 Meter über dem Boden messen, und zwar im Schatten. Deshalb haben wir einen Regenschirm dabei, der nicht für uns selbst ist. Es ist windig hier, aber nur weil es windig ist, heißt das nicht, dass es kühl ist. Der Wind bläst eher wie Feuer. Ich spüre die brennende Hitze gerade am ganzen Körper. My hand is burning. The camera is black, you know? Jedes Metallteil, das wir berühren, brennt. Es gibt einen Grund, warum dieser Schirm nicht schwarz ist. Ich möchte, dass diese Messung genau ist. Meine Füße brennen. Wenn man an einem Ort stehen bleibt, nimmt die Hitze zu. Zuerst messen wir die Temperatur des Bodens. Meine Füße brennen. Es gibt eine Fehlermeldung. Ja, es kann die Temperatur messen, aber nicht in der Hitze. Wir werden das Thermometer neben kaltes Wasser halten, es etwas abkühlen lassen und es dann erneut versuchen. Ich versuche etwa 1 Minute lang Schatten zu spenden, um eine faire Messung durchzuführen. Ich kann nicht mal sprechen. Das funktioniert nicht. Es zeigt nichts an. Es sagt, das iPhone muss abkühlen, bevor sie es benutzen können. Jetzt werden wir die Temperatur unter der Sonne messen. Denn was wir fühlen, ist die Lufttemperatur. Wie ihr seht, gibt es keinen Schatten, keinen Platz zum Verstecken. Die Sonne brennt unbarmherzig. Ich habe Schwierigkeiten zu sprechen. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Es zeigt eine Lufttemperatur von 54 Grad an. Messen wir die Oberflächentemperatur mit dem hier. Leute, es sind 30 Minuten vergangen, uns geht's gut. Roger that. Ist bei euch alles in Ordnung? Everything is okay here, but the temperature is still getting high and high. Ich kann die Intensität der Sonne mit ihrer ganzen Wucht spüren. Ich merke, wie sich mein Herzschlag erhöht. Ich zittere. Nach etwa 1 Stunde begannen unsere Körper zu zittern. Ich kann nicht sprechen, ich bin so müde. Ich habe keine Energie mehr. Ich muss viele Pausen machen. Wasser. Wasserpause. Die Kamera ist so heiß geworden, dass ich sie keine 3 Sekunden lang ohne Handschuhe halten kann. Alles, was Metall ist, versenkt im Moment. Hast du deine Handschuhe ausgezogen? My hand is shaking, but the place where I touched camera are red and hurting. So hell ohne Brille. So könnte ich nie laufen. Ich werde jetzt etwas anderes ausprobieren. Fehler. Es sagt Fehler. Es bringt nichts, wenn ich es im Sand vergrabe. Uff, ich muss meine Handschuhe anziehen. Ah!
Es funktioniert. Komm her. 68,6, 69,2. Wir kommen ziemlich nah an das heran, was die NASA gemessen hatte. Das könnte der Anfang von einem Sandsturm sein. Hier gibt es ja häufig Stürme. Leute, hier, könnt ihr mich hören? Yeah, can you hear me? Ja, uns geht's gut, kein Problem. Hier in der Nähe gab es einen Sandsturm, wir haben ihn gefilmt. Ich konnte dir nicht antworten. Schauen wir uns nun die Temperatur an. Das funktioniert nicht. Das ist auch kaputt. Ja, diese Spitze kann die Hitze aushalten. Aber dieser Teil, an dem sich der Mechanismus befindet, lag auch auf dem Boden. Ich vermute, dass er wegen der Hitze kaputt gegangen ist. Das ist auch kaputt. Das Laserthermometer gibt einen Fehler und geht nicht. Die Flüssigkeit aus dem Quecksilberthermometer klebt an der Spitze. Es geht nicht. Das Eintauchthermometer ist auch kaputt. Shall we walk? I'm scorching. Haven't your feet got burned? Sie sind verbrannt. Wenn man bedenkt, dass Tee oder Kaffee bei etwa 70 Grad Celsius serviert wird, ist es nicht schwer zu erraten, welche Folgen es hat, barfuß auf den Boden zu treten. Am 23. Juni haben wir eine Oberflächentemperatur von 69,2 Grad Celsius und eine Lufttemperatur von 48,5 Grad Celsius im Schatten und 54,1 Grad Celsius in der Sonne gemessen. Die NASA hat die Oberflächentemperatur von 70,7 Grad Celsius gemessen, indem sie die von der Erde abgestrahlte Wärme im Weltraum abtastete und Infrarotbestimmungen vornahm. Damit wurde die Oberflächentemperatur in der Wüste von Lut aufgezeichnet. Die Messungen können bei bis zu einem Quadratkilometer Fläche durchgeführt werden. So wird die durchschnittliche Temperatur in diesen Gebieten gemessen. Dennoch sollte eine Behörde herkommen, eine meteorologische Station einrichten, Temperaturmessungen durchführen und den im Death Valley aufgestellten Lufttemperaturrekord von 56,7 Grad Celsius vom Jahr 1913 aktualisieren. Da die Welttemperatur allmählich steigt, ist dieser Rekord nun hinfällig. Wenn ihr euch erinnert, habe ich mein Handy auf dem Boden liegen lassen. Als ich es vom Boden aufhob, sah ich, dass das Plastik an den Rändern verbrannt war. Diese Seiten sind verbrannt. Aber auf der Unterseite gibt es nicht viele Spuren. Als ich es auf den Boden legte, berührten nur die Ränder den Stein. Die Seite ist auch verbrannt. Siehst du? Ah, meine Füße. Sie brennen. Wir sind hinter einem weiteren Sandsturm her. In diesem Moment begegneten wir etwas, das wir nie erwartet hätten. Die Behauptung, es gibt hier keine Lebewesen, stimmt nicht. Ich hab's live erlebt. Es ist Juni, etwa 14 Uhr, und man sieht eine Unterart von Eremia Fila, auch als Gottesanbeterin bekannt. Ich habe die Überreste eines toten Grashüpfers gefunden, der so trocken ist, dass ich ihn nicht zertreten möchte. Congratulations, man! Perfect! Take it. Rui. You look aged. You consumed all the energy over there. Oh. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature, 37.7, 132. Außerdem vergesse ich immer wieder, wie es mit dem Fleisch aussieht. Ich habe eine Scheibe Fleisch dorthin gelegt. Die Vorderseite ist gekocht, die Rückseite scheint roher zu sein. Es ist so heiß, als würde ich es aus der Pfanne nehmen. Es riecht auch gebraten. Die Mitte ist noch roh. In 2 Stunden wurde es so gebraten. Bist du überrascht? Yes, I'm surprised. Wir entlarven also einen Mythos. Es leben tatsächlich Tiere in Gandon-Berian. Unsere Wüstenexpedition zeigt uns, dass auch die Internetvideos von Autos, die im Sommer schmelzen, nicht echt sind. Selbst hier schmelzen keine Autoteile an einem Tag, doch vielleicht in einer Woche. Was ist passiert? Warum blutet deine Nase? Because of the heat. So the first minute, because the fuel is so hot, as you see, my hand is burned. I brought some gloves here. Touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here as soon as possible. Mit seiner einzigartigen Topografie wurde dieser Ort 2016 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Wir sind am Ende einer sehr schwierigen Dokumentarepisode angelangt. Bei einer Oberflächentemperatur von mehr als 70 Grad haben wir alles gegeben. Ich möchte auch Ahmed Chenet danken. Er war in jedem Moment dieser Reise bei mir und hat mir geholfen, diesen Dokumentarfilm zu drehen. Er hat mir Tipps zum Überleben in der Natur und den Bau von Unterkünften gegeben. Er hat auch ein Video in der Wüste von Lut gedreht und sehr wichtige Bilder von der anderen Seite der Wüste aufgenommen, die in diesem Video nicht gezeigt wurden. Er zeigte, was man tun kann, wenn man 24 Stunden lang mitten in der Wüste Lut, dem
heißesten Ort der Erde, einer Temperatur von 70 Grad ausgesetzt wäre. Wie kommt man mitten in der Wüste bei 70 Grad ohne Hilfe wieder raus? Was passiert in dieser Zeit? Dieses ganz besondere Video, das du sonst nirgends finden wirst, solltest du dir unbedingt ansehen. Ich kann euch nur empfehlen, hier zu klicken und seinen Kanal zu abonnieren. Dort empfehle ich euch ja auch das Video, das eine Fortsetzung dieser Dokumentation ist. Wir sehen uns in seinem Video. Macht's gut. Das war's von Rui Chenet.